Haben wir das mit den 26 Einheiten schon hochgeladen, das neue Projekt? Ja, haben wir hochgeladen, gestern schon. Okay. Die Finanzierungsfälle sind schon weitergeleitet an die Bank. Hast du das erledigt? Das ist weitergeleitet, ja. Ist alles dort. Okay. Was haben wir noch gehabt? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Alter. Ho, ho, ho! Wer ist hier gekommen? Was? Wer bist denn du? Ich bin der heilige Weihnachtsmann! Wie schön, ich bin der Gorman. Was ist los? Ich habe gehört, das war ein sehr erfolgreiches Jahr für dich, mein lieber Alex. Das war es, ja. Deswegen würde ich dir gern ein Geschenk überreichen. Ach, noch ein Geschenk obendrauf? Bitteschön, du darfst es dir auspacken aus dem heiligen Sack des Nikolaus. Oh. Oh, geil. Sehr schön. Das gucken wir uns später an, was hier drin ist. Sehr schön, danke schön. Ich wünsche dir für das Jahr 2021 wieder nur das Beste und soll es doppelt so viel Gewinn bringen wie heuer. Dankeschön. Und jetzt geht's zu der Kanzlerin. Zu der Kanzlerin. Dein Rohrverleg, so ich meine sagen. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Aber ich muss erstmal zur Apotheke. Was geht ab, Leute? Einige von euch können ja schon erraten, was ich zu Weihnachten bekomme. Das ist ein Geschenk von mir an mich selbst. Und zwar ist es wieder mal eine neue Uhr. Und das Ding hier verrät es auch schon etwas. Gucken wir rein, was wir hier Schönes haben. Ich drehe es euch so hin. Ist auch für mich immer wieder noch was Besonderes. Das aufpacken. Boom. Day-Date 40 Vollgold. Das ist die Uhr, die diese ganzen Stars auch alle tragen. Ich glaube, Capital hat eine, Casey Rebel hat eine. Viele von den Jungs haben genau eben diese Uhr. Die wollte ich auch schon lange haben, deswegen habe ich sie mir jetzt als Weihnachtsgeschenk gegönnt. Ich möchte diese Uhr auch gleich live für euch dann, ich sag's mal, entjungfern, weil sie ist noch komplett verklebt. Die ist ungetragen, diese Uhr. Da sind noch überall diese Folien drin. Und das machen wir gleich im Anschluss. Ich möchte euch aber ein bisschen was erzählen zu diesen Uhren. Es ist im Endeffekt immer noch ein Investment. Es ist jetzt keine Geldverschwendung. Es ist immer noch ein Investment. Diese Uhr, weil diese Uhr ist halt ordentlich Geld wert und steigt auch stark im Wert mit der Zeit. Wenn ihr euch die sportlichen Stahlmodelle anguckt, zum Beispiel die Rolex Submariner Stahl, schwarz, mit Datum, kosten so um die 8.300 Euro neu im Laden bei Rolex. Aktuell kriegst du sie aber dort nicht, dort hast du fast 2 Jahre Wartezeit für diese Uhr. Im Endeffekt, wenn du sie sofort haben willst, dann liegst du irgendwo bei 14.000, 15.000 Euro für die Uhr, teilweise sogar gebraucht. Das heißt, die kosten gebraucht mehr als im Laden. Bei dieser Uhr ist es jetzt nicht explizit der Fall, aber trotzdem, ich habe ja nicht nur diese eine, sondern ich habe noch ein paar andere. Die zeige ich euch schnell. Genau. Und zwar habe ich noch dieses kleine Modell hier. Das ist eine Datejust Stahlgold in 36 mm. Habe ich meinem Schatz geschenkt. Die ist mittlerweile sogar im Wert gestiegen. Ich habe sie nämlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube für 3 oder 3.500 gekauft. Mittlerweile so um die 5.000 Euro wert. In diesem Zustand und auch mit Box und Papiere. Hier haben wir noch eine andere Uhr. Hier habe ich meine grüne GMT Master 2 drin. Zeige ich euch auch gleich. Das war meine erste Vollgold-Rolex, die ich mir gekauft habe. 2018 habe ich mir die gekauft. Die habe ich gekauft für 25.000 Euro. Aktueller Marktwert 33.000, 34.000 Euro. Das heißt, in, ich sag mal, 2 Jahren ist das Ding um ja, fast 8.000 Euro gestiegen. Wenn man es so haben will. Im Endeffekt. Du hast diese Uhr, du kannst sie tragen, du hast Tragespaß mit der Uhr. Sieht geil aus und das Ding steigt auch noch im Wert. Nebenher. Ist meiner Meinung nach ein bisschen geil als eine Aktie, die halt einfach nur irgendwo auf einem Rechner liegt oder als Papier hat man sie ja nicht mehr. Deutlich geil als eine Aktie auf jeden Fall, das Ding. Hier haben wir eine
auch eine Datejust, das neuere Modell. Auch Stahlgold. Die habe ich auch ziemlich gut gekauft. Die ist jetzt mittlerweile knapp 1000 Euro mehr wert als das, was ich ausgegeben habe. Habe ich auch mittlerweile meinem Schatz geschenkt. Und zu allerletzt habe ich noch eine. Das ist die Submariner in Blau. Genau, die habe ich, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir die zu Weihnachten gekauft. Die hatte, ich glaube, 26.000 habe ich ausgegeben. Mittlerweile auch 33.000, 34.000 Euro wert. Also sogar auch die Uhr ist um knapp 8.000 Euro gestiegen mittlerweile. Wie gesagt, du hast trotzdem Tragespaß. Und diese Uhr ist immer noch ein Investment, was auch im Wert steigt. Es ist nicht nur so, dass es den Wert hält, sondern es steigt auch im Wert. Das ist halt das Interessante an diesen Uhren. Deswegen lege ich gerne in Uhren an, weil ich bin Uhrenfanatiker. Ich mag diese Uhren gern, vor allem Rolex. Und dann kommt noch natürlich dazu, dass die im Wert steigen. Das finde ich mega geil. Bei dieser Uhr, die ich mir jetzt zu Weihnachten geholt habe, die 40er Day-Date, ist jetzt natürlich so, wenn ich sie in Folie lassen würde, dann ist diese Uhr in Folie, also ungetragen, mehr wert, als das, wenn man hier die Folie abzieht. Also allein dieses Folie abziehen, dass keine Folie mehr drauf ist, ist sehr schmerzhaft. Deswegen sage ich, das ist tatsächlich wie so ein Entjungfern. Weil wenn du diese Folie abziehst, ist die Uhr tatsächlich sofort weniger wert. Weil dann kannst du sie nicht mehr als ungetragen verkaufen. Aber ich trage meine Uhren. Ich bin jetzt nicht irgendwie so einer, der sie im Safe einfach nur aufbewahrt und irgendwo versteckt oder sowas. Sondern ich trage meine Uhren. Deswegen nehme ich die Folien runter. Und ja, das verkraften wir schon im Endeffekt und holen das irgendwo dann anders wieder rein. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viel weniger wert. Ich glaube vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro sogar weniger wert. Ob jetzt getragen oder ungetragen. Also es macht schon ordentlich was aus. Aber wie gesagt, ich trage meine Uhren gerne. Deswegen nehmen wir die ganzen Folien ab hier. Man muss natürlich auch jetzt genau hingucken, wo überall Folien sind. Hier ist noch eine Folie. Die ist natürlich voll verklebt, damit keine Kratzer oder so drauf kommen. Yo, that's it. So. Jetzt haben wir fast den Großteil weg. Ist noch irgendwo hier was drauf? Nee. Hier am Rand ist noch was. Im Endeffekt jetzt etwas weniger wert. Dafür trage ich Spaß. Jo, das war's. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass ihr alle nächstes Jahr sehr viel Erfolg haben werdet. Verfolgt eure Ziele und macht alles möglich, was ihr haben wollt.